Okay, Leute, gleich geht's los. Ich bin total aufgeregt, müsst ihr wissen. Wir fliegen jetzt nach London mit dem Flugzeug, fahren jetzt gleich mit dem Flugzeug zum Flughafen. In 2,5 Stunden fliegt unser Flugzeug. Ja, 2 Stunden und 40 Minuten. Deswegen fahren wir jetzt gleich los. Wir fahren eine halbe Stunde ungefähr zum Flughafen. Altenburg, Sachsen. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Und ja, ich freue mich. Dann heißt es erstmal warten, dann fliegen. Und ja, natürlich, ich versuche die Kamera so oft wie möglich rauszuholen und was aufzunehmen. Vielleicht auch in London mal gucken, wie viele Teile das auch jetzt werden. Keine Ahnung. Mal schauen. Kommt eben drauf an, wie viel ich auch aufnehme. Und dann mal gucken. Ja, wir haben es jetzt 16:26 Uhr. 19:05 Uhr fliegt unser Flugzeug. Ja, jetzt geht's los. Bis dann. Nummer 2, Flughafen. Dort geht's nach London. Da geht es jetzt gleich rein. Ansonsten haben wir hier nicht so ein großer Wartesaal. Es ist nur ein kleiner Flughafen. Von daher. Ja. Alle unsere Taschen halten das Gewicht ziemlich ein. Diese schönen Waage. Ich bin Rucksack mit beiden Taschen. Koffer von meinem Vater. Und die Gepäckgröße. Now. Ja, Flugzeug verlassen. Hier ist unser schönes Flugzeug und wir gehen jetzt dort in den Arrival Badges Reclaim Fly Connections. Sind gar nicht so wenig Leute hier. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass da so viele Leute reinpassen, so ein kleines Flugzeug. Ja, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. So, wir sind jetzt im Zug nach London. Hier von was weiß immer, was weiß ich auch immer, wo wir waren. Was weiß ich auch immer, wo wir gerade waren. Und ja, wir fahren jetzt gerade mit unserem Zug. Und ja. Also, wir sind hier in London angekommen. Wir können mal gucken. Diese Straße, wo wir sind, nennt sich Buckingham Road. Das ist jetzt noch ein Fenster, so ein kleines Bett. Ist nicht wirklich groß. Man sieht überhaupt nichts. Also, hier hinten ist noch Bad. Und ja, da befinden wir uns jetzt. Und heute, erster Tag. Und deswegen wollen wir heute so viel wie möglich von London angucken. Also, verschiedenste Sachen, Sehenswürdigkeiten, Madame Tussauds zum Beispiel. Tower Bridge, Tower of London, vielleicht die Kronjuwelen, die sind ja dort. Big Ben, vielleicht auch ein Apple Store mal. Ja, mal gucken, wir werden den ganzen Tag unterwegs sein. Und wenn was Wichtiges ist, natürlich werde ich immer filmen. Ich versuche natürlich, aber ich ja, kann es nicht versprechen. Okay, auf dem Weg zu Madame Tussauds. U-Bahn. Tube. Und ja. So, wir sind jetzt bei Madame Tussauds. Und ihr seht schon diese riesige Warteschlange dahinter. Wir haben allerdings Glück, wir stehen schon eine Weile an, wir stehen jetzt schon da. Und bis davor müssen wir noch, das ist jetzt nicht mehr so weit. Aber ja, ein bisschen ist es schon noch. Kennt ihr die? Andy Pimpkin.
So, wir sind jetzt hier im Hyde Park in London. Sind sozusagen gerade von Madame Tussauds gekommen. Ist ein riesiger Park, wenn ihr hier das mal so angucken wollt. Und hier drüben spielen welche Baseball. Ja, und auf jeden Fall, wir laufen gerade durch die Sonne. Aber wir wollen jetzt noch, wie heißt das, Papa? Speaker's Corner. Ja, Speaker's Corner. Gehen wir jetzt hin und danach, ja, genau. Hören wir mal zu, ob jemand was redet, und wenn nicht, dann tun wir es selber, ne? Wir sind hier in einem Shop, in einem Parfüm-Shop oder so. Also hier gibt es nur Make-up und Parfüm. Das Ding hat übrigens 3 Etagen. Ist riesig groß, ein Haufen Menschen sind hier. Wenn ihr mal bis dahinter guckt, und dort hinter und dahinter, es ist Wahnsinn. Es ist einfach nur krank. Wer braucht bitte so viel Parfüm? Es geht sogar nach unten. So, ihr seht gerade, die Tower Bridge geht gerade wieder zu. Richtig genial, das mal gesehen zu haben. Glaubt man gar nicht, dass es das wirklich gibt. Aber jetzt, wenn man es einmal erlebt hat. Wahnsinn, wir werden jetzt gleich nochmal drüber gehen. Vielleicht nehme ich das ja komplett auf und mache es halt irgendwie schneller. Wäre lustig. Naja, mal gucken. Aber auf jeden Fall verrückt. Ja, ich habe es vergessen aufzunehmen, wie es auch geht. Hätte ich eigentlich gemacht, aber vergessen. Sorry. App Store in sich. Gut. Ja. Apple Store. Okay. Wow! Das ist mega! Ja. Wir haben jedes so einem Architekt gegeben und sagen, okay, du machst... Diese riesen Gebäude hier, das ist echt krank. Das erinnert richtig an die Skyline von Manhattan, aber er erinnert nur krass. Manhattan ist natürlich höher, aber das ist so ein Bankenviertel und das ist ziemlich hoch. Haltet mal das Video an und guckt euch mal das Dach an. Es geht nach außen auf. So, so hier. Das ist die City of London. Am Geist ist diese komische Banane da hinten. Finde ich. Die da in der Mitte jetzt. Ich glaube, nur weiter ran wird uns drauf. Wir sind ja auf dem Speedboot. Es war direkt am Motor, aber guckt euch das an. Ist das nicht geil? Die Häuser. Geil. Subway und Big Ben. Nicht Subway. Ja, ich bin der Typ von Subway. Westminster. Westminster und Big Ben. Big Ben heißt übrigens nur die Glocke. Me.
Wenn du die aus der Ruhe bringst, bist du gut. Okay, auf dem Weg nach Hause, im Zug nach Stansted Airport und ja, dann im Flugzeug wieder heim, aber das kennt ihr ja schon, und dann wieder zu Hause. Okay, auf dem Weg nach Hause und wir sind wieder im Flugzeug. Noch am Flughafen Stanford, London Stanford. Und ja, dann fliegen wir jetzt gleich etwas über eine Stunde und sind dann 2 Stunden später da. Das nenne ich meine Gewitterwolke von oben.